mit aufgedonnerten Boliden durch eine bizarre Berglandschaft zu rasen. Das ist ein Traum, der für die Teilnehmer des vierten Bergrennens am Hochkönig in Mühlbach heute in Erfüllung geht. Mit Autos wie diesen macht es erst recht Spaß. Das Fahren, die Strecke ist ideal dafür geeignet, was die Teilnehmer hier erleben. Sie sehen es in dieser Sendung. Bürgermeister, an die 135 Teilnehmer aus 7 Nationen haben sich hier in Mühlbach versammelt anlässlich dieser Rallye. Was hat Ihr Ort sonst noch zu bieten? Ja, grundsätzlich, glaube ich, dürfen wir uns freuen darüber, über die Entwicklung der Rallye. Das vierte Mal internationales Bergrennen um den Salzburg-Preis, den Hochkönig-Pokal. Ich glaube, das beweist für die Veranstalter und für alle Mitarbeiter, dass wir gute Arbeit geleistet haben und das speziell von den Fahrern her eine hochinteressante Strecke ist. Unser Ort selbst ist ja ursprünglich mehr oder weniger ein Bergwerksort. Bei uns wurde Kupfer abgebaut, obwohl nachweislich einer der ersten Orte Mühlbach am Hochkönig ist, dass zum Beispiel eine Skischule eingerichtet wurde. In weiterer Folge der erste Sessellift mit einer Holzstützen damals noch vom Salzburger Land in Mühlbach am Hochkönig errichtet wurde. Es hat dann die Entwicklung durch den Bergbau den Tourismus ein bisschen zurückgehalten. Es ist lediglich am Mitterberg unterhalb der Mandelwende immer aufgrund der wunderschönen Gegend Tourismus betrieben worden. Im Ort selbst ist dann der Bergbau im Jahre 1977 geschlossen worden und anschließend hat man dann die Verbindung nach Dernten bis Mariaalm mit Liften hergestellt und nun die jetzige Werbegemeinschaft Hochkönigsbergereich, Hochkönigswinterreich vermarktet dies gemeinsam mit den drei Orten. Wenn man sich heute umschaut, da hat man den Eindruck, dass hier nur sehr schnelle Zeitgenossen, sprich Rallyefahrer, als Urlauber herkommen. Wer kommt sonst? Nein, ich glaube, der Grundsatz ist, diese Veranstaltung ist für uns eine Ausnahme. Der Grundsatz ist, dass wir uns sehr bemühen, die intakte Landschaft, die Natur so zu erhalten. Und bei uns ist an und für sich so, dass es Bergbau-Bauerngemeinde ist. Und wir versuchen einfach mit der Natur, mit unseren Veranstaltungen, mit den Traditionen, den Ort so aufrecht zu erhalten, beziehungsweise unser starkes Stück in diese Richtung hin zu verstärken und zeigen. In weiterer Folge, glaube ich, muss man sagen, dass wir eine gute Entwicklung haben. Gott sei Dank können wir das berichten. Wir haben im Gesamten ca. 300.000 Nächtigungen bei gut 2.000 Gästebetten. Ich glaube, die Auslastung ist sehr gut für uns. Wir sind zufrieden. Eine abschließende Frage noch. Ist es in Mühlbach so, dass die Kinder, bevor sie am Dreiradler fahren, schon die Autos aufrüsten ihrer Eltern? Nein, ich glaube, bevor sie am Dreiradler fahren, kommen sie meistens auf die Skier. Wir sind ja ganz tiefes Skigebiet. Wir haben da zum Beispiel der erste Skispringer über die 100-Meter-Marke, Sepp Bradl gewesen. Weiters haben wir im Slalom eine Bronzemedaille, einen Gewinner, Robert Zoller. Und ich glaube, dass bei uns Skisport in erster Linie ist. Das hat sich in den letzten Jahren entwickelt. Eine willkommene Abwechslung für unsere Gäste und für unsere jungen Leute in der gesamten Region. Sie sind als Geschäftsführer der Ob die Piloten jetzt Zeit und Muße haben, die landschaftliche Schönheit zu erkunden, das darf bezweifelt werden. Am Start schießt der Adrenalinspiegel in die Höhe und die Autos ebenso. Im Abstand von 30 Sekunden fällt für die Teilnehmer der Startschuss. Zugelassen sind hier Tourenwagen in den verschiedensten Ausführungen, aber auch historische Fahrzeuge und sogar internationale Rennautos bis zur Formel 3000. Sie alle bewältigen auf einer Streckenlänge von knapp 5 Kilometern einen Höhenunterschied von 429 Metern. Die Rallye-Piloten sind bereits gestartet, unterwegs oben am Berg. Wir nutzen inzwischen die Zeit für einen Rundgang im Fahrerlager, sprechen mit den Mechanikern und werden womöglich selbst Rallye-Piloten. Die Vorbereitung, ich habe hier ein Instrument gesehen, schaut aus wie ein Bügeleisen, mit dem Sie die Reifen bearbeitet haben. Da werden die Überreste, die man auf die Reifen aufsammelt, werden damit entfernt, dass man wieder auf den Originalgummi fährt. Nicht, dass man reingedrückte Gummiteile hat, die dann doch nicht die Haftung geben, wenn die noch auf der Decke drauf sind. Ja? Das sind Vollgummireifen, aber sie haben sehr wenig Profil. Keine Angst vor der Verkehrskontrolle? Nein, das brauchen wir also nicht haben. Es ist natürlich ein kleines Profil, kann man nicht sagen, aber es ist die Stärke des Gummis angedeutet durch kleine Vertiefungen. Aber ansonsten, klar,
je mehr Gummi auf der Straße aufliegt, je besser ist die Haftung. Ich bin voriges Jahr in der Steiermark beim Remus Castrol Bergrally Cup Erster geworden als Klassensieg und heuer als Draufgabe den Gesamtsieg beim Bergrally Cup gemacht und führe jetzt in der Staatsmeisterschaft, bin ich an zweiter Stelle. Wenn man die Disziplinen in der Steiermark mit dieser Rallye, mit dieser Herausforderung hier vergleicht, wie fällt das Urteil aus? In der Steiermark fahren wir bis zu 2 Kilometer nur die Rennen. International sind sie bis 8 Kilometer und viel schneller, also ist die Herausforderung komplett. Aufsehenerregend ist hier das Auto, ein Porsche, ein Bubentraum von vielen und dieser hier ist ja noch stärker als die anderen. Ja, dieser Porsche hat 600 PS aus 3600 Kubik und geht schon mächtig Dampf ab. Karl Schrotter, eine Familie, die sich das Hobby des Autorennens teilt? Ja, ich fahre ja seit 1956, oder betreibe seit 1956 den Rennsport, habe mit einem Motorrad begonnen, bin dann für Buch gefahren, habe dann selbst 4 Formel V gebaut. Habe dann 20 Jahre ausgesetzt und wie der Sohn den Ehrgeiz bekommen hat, Rennen zu fahren, dann habe ich auch ich wieder praktisch den Geist bekommen und jetzt sind wir seit 4 Jahren gemeinsam unterwegs in Europa. Herr Reichlin, man kennt Mobilia eigentlich in erster Linie aus der Formel 1, Mercedes, McLaren. Ich bin einigermaßen überrascht, Sie hier zu treffen. Das ist richtig. In der Formel 1 geht es natürlich nicht nur um Millionen, fast möchte ich sagen Milliarden Zuseher, sondern auch um Millionen Dollar. Dort fließt auch der Großteil des Budgets von Mobil hinein, ein 2-stelliger Millionenbetrag. Und das macht es mir hier als lokaler PR-Manager der Mobil so schwierig, hier wirklich adäquat bei den Bergrennen auch finanziell präsent zu sein. Ist ein Rennen in dieser Dimension, in dieser Größenordnung auch für einen großen Konzern wie Mobil überhaupt interessant? Natürlich, weil letztlich läuft natürlich trotz aller Globalisierung, EU und so weiter, emotionell das Geschäft mit den lokalen Händlern, mit den lokalen Konsumenten und gerade so ein Bergrennen, das unglaublich charmant ist, auch von der schönen Landschaft, von den Fans, die hier wenige Meter vor der Rennstrecke stehen, ein Rennen zum Angreifen, ein Rennen der Emotionen, ein Rennen, die Sie natürlich auch für die Mobil positiv einstellen sollen. Nun habe ich Sie heute auch bereits nicht nur als Motorsport-Fan, sondern auch als Motorsport-Experten kennengelernt. Wie beurteilen Sie aus dieser Sicht die Leistungen hier? Die Leistungen sind phänomenal, wenn man bedenkt, wie kurvenreich diese Strecke ist. Trotz dieser etwa durchschnittlichen 9%igen Steigung werden Geschwindigkeiten an die 200 erreicht. Umgelegt auf die Formel 1 würde ich sagen, hier sind noch mutigere Männer am Werk. Das Salzburger Land. Wenn man beim Rennen zuschaut, kommt auch der Wunsch auf, selbst Rennfahrer zu werden? Ja, natürlich eigentlich schon ein bisschen. Alleine die Atmosphäre hier ist schon überwältigend. Welche Autos sprechen Sie mehr an, die eher gewöhnlichen oder die Rennautos? Ja, bei mir ist es so, ich habe auch schon Formel Ford Lehrgang beim Walter Lechner gemacht und bin auch schon Opel Lotus gefahren. Insofern interessieren mich die Formelautos mehr. Sie gelten als einer der Top-Favoriten für die heutige Wertung. Wie fühlen Sie sich jetzt vor dem Start? Ja, das Training ist sehr gut gelaufen. Ich bin heute im Warm-up schon deutlich unter dem Streckenrekord gefahren und es war aber noch leicht feucht im Waldstück. Und ich denke, wenn es jetzt trocken bleibt, dann wird ein neuer Rekord fällig und ich fühle mich sehr gut und möchte natürlich schauen, dass ich einen schnellen ersten Lauf raufbringe. Sollte eigentlich gelingen mit diesem Auto für den Laien, schaut es aus wie ein Formel-1-Wagen. Wo liegt überhaupt hier der Unterschied?
Ja, die Längenabmaße, die ist eigentlich gleich wie beim Formel 1. Das ist ein 95er Baujahr Formel 3000. Da war er sehr Formel 1 identisch. Die Formel 1 ist in der Zwischenzeit ein bisschen schneller geworden. Um 20 cm ist der Wagen jetzt breiter, der Formel 3000, wie der Formel 1. Allerdings in der Leistung ist natürlich ein gewaltiger Unterschied. Unser Formel 3000 V8 hat ca. 520 PS. Und ein aktueller Formel 1 hat auf jeden Fall über 800. Sie konnten in dieser Fahrzeugklasse auch schon einige beachtliche Erfolge einfahren in dieser Saison. Was waren hier die größten Leistungen? Ja, ich bin heuer das erste Mal in der Formel 3000 Bergeuropameisterschaft mitgefahren und konnte diesen Titel nach 29 Jahren wieder mal nach Österreich holen. Wir sind sehr happy darüber. Im letzten Jahr war ich österreichischer Staatsmeister. Im heutigen Jahr wird mir das nicht gelingen aufgrund des Punktesystems. Ich habe zwar alle Rennen gewonnen, aber aufgrund des Reglements ist es nicht möglich, mit dem schnellen Autos, das um Tagessiege fährt, Meister zu werden. Ist sehr schade darum. Im Vergleich zu anderen Rennstrecken, was ist hier am Hochkönig das Besondere? Ja, Hochkönig ist eine sehr schnelle Strecke in der ersten Hälfte, macht sehr viel Spaß. Und der zweite Abschnitt ab der Schikane ist sehr kurvig, ist sehr selektiv, also für den Fahrer sehr anspruchsvoll, die gesamte Rennstrecke. Jetzt der strahlende Sieger, eigentlich nicht ganz unerwartet. War das Rennen für Sie so, dass Sie schon während der Fahrt gemerkt haben, dass es klappen wird? Es ist sehr schwer abzuschätzen, wie schnell die anderen sein werden. Der Herbert Stenger auf dem Gruppe-C-Fahrzeug war natürlich ein heißer Konkurrent beim Regenlauf, aber ich habe ihn doch um 11 Sekunden distanzieren können. Das war für mich ein bisschen überraschend und bin natürlich sehr happy über diesen Gesamtsieg. Merkt man eigentlich während des Rennens, wo man in etwa liegt? Ja, das kann man beim Berg überhaupt nicht sagen. Man spürt schon, wie gut man unterwegs ist im Endeffekt. Und man muss einfach schauen, dass man diese zwei Minuten voll konzentriert ist und das Auto so gut wie möglich hinaufbewegt. Lorbeerkranz ist hier, der Pokal folgt sogleich. Wird auch der Sektkorken knallen? Ja, der wird jetzt sicherlich dann knallen am Balkon. Und vor diesem super Publikum, heimischen Publikum in Salzburg, ist es für mich umso schöner, den Gesamtsieg gemacht zu haben. Wenn man mitorganisiert hat und hier die gesamte Preisarbeit betreut hat und das Rennen nun zu Ende geht, ist man dann erleichtert? Eigentlich schon. Für mich ist das in Österreich das erste Mal. Ich mache verschiedene Rennen in Deutschland und für mich ist das hier etwas Neuland. Ich kenne mich hier nicht ganz so gut aus wie in Deutschland, aber ja, es hat schon gut geklappt. Fürs erste Mal wollen wir hoffen, dass es das nächste Mal etwas besser wird noch. Es hat keine gröberen Zwischenfälle gegeben? Auf der Strecke hat es etwas an Zwischenfällen gegeben, aber nichts Besonderes. Also kein Fahrer verletzt und das Übliche kann man sagen, also im Rahmen des Normalen. Ein spannendes, erlebnisreiches Rennwochenende in Mühlbach am Hochkönig neigt sich dem Ende zu. Zündbare Fahrzeuge werden für den Heimweg auf Tieflader verfrachtet. Dabei bleibt noch kurz Zeit zum Fachsimpeln unter den verwegenen Piloten. Dann kehrt der Alltag zurück. Doch dieses Hochkönig-Bergrennen werden die Fans wohl ebenso wenig vergessen wie die Fahrer.